Als einer der Begründer des Genres kann die Super Mario Serie mit einigen der besten Jump'n'Run Level Designs aufwarten, die es je gab im Gaming-Bereich. Willkommen bei WatchMojo.de. Heute gibt es die Top 10 der 2D Mario Levels. Für diese Auflistung haben wir die 10 lustigsten, schwierigsten und denkwürdigsten Level der Mario 2D Serie rausgesucht. Die 3D Level gibt es auch bald. Nummer 10, Welt 6-6, New Super Mario Bros. Für die Wii. Am bekanntesten für den unsagbar spaßigen Vierplayer-Modus, den ersten für die Mario-Serie, in New Super Mario Bros. Wii werden auch ein paar coole Gameplay-Mechanismen vorgestellt, um den Wii Remote sinnvoll zu nutzen. In Welt 6-6 fährst du auf einem Holzfloß durch eine stockfinstere Höhle und durch die Nutzung deiner Wii Remote kannst du das Licht deines Bootes bewegen, um so das Level zu erleuchten. Es macht Spaß, aber ist auch unfassbar knifflig, besonders wenn alle vier Spieler um den eingeschränkten Platz auf dem Floß kämpfen. Nummer 9, Chocolate Island 2, Super Mario World. Um nach der Veröffentlichung von Super Mario World jeden Spieler komplett zu verwirren, verändert sich dieses Level bei jedem Spiel. Es gibt bei der Verrücktheit dieses Levels allerdings eine Methode. Je nachdem, wie viele Münzen Mario im Laufe des Levels sammelt und wie viel Zeit auf dem Timer verbleibt, verändert sich das Layout der Karte von Abschnitt zu Abschnitt. Wenn Mario den dritten Abschnitt erreicht, wenn noch mindestens 250 Sekunden übrig sind, kannst du den Zugang zu einem geheimen Ausgang gewinnen. Wie du das hättest herausfinden sollen, als du 10 warst und kein Internet hattest, das ist die große Frage. Nummer 8, Touch Fuzzy Get Dizzy, Super Mario World 2, Yoshi's Island. Auch bekannt als Welt 1-7 ist dies wahrscheinlich das einzige Level in der Mario-Geschichte, in dem du dafür sorgen kannst, dass Yoshi stoned ist. In Spielen, in denen deine Sprünge oft ziemlich perfekt sein müssen, kann es für dich wirklich zum Problem werden, wenn der ganze Bildschirm sich permanent chaotisch umherbewegt und das in psychedelischen Farben. Je höher die Anzahl an Fuzzies, in die Yoshi hineinläuft, ist, desto breiter wird er. Der schöne Artstyle und der Sound in Yoshi's Island sorgen ebenfalls dafür, dass dies eines der denkwürdigsten Kapitel der Mario 2D-Geschichte ist. Welt 2-1, Super Mario Bros. 2. Bis zum Rand gefüllt mit Gefahren wie Treibsand, Schlangen und einer manchmal wütend machenden Sand-Grabe-Sektion durch die Tiefen einer Pyramide. Welt 2-1 ist ein herausforderndes, aber cooles Level im insgesamt sonderlichen Super Mario Bros. 2. Hier ist ein kleiner Tipp, der dir das Leben in Welt 2-1 einfacher machen wird. Wähle Toad als deinen spielbaren Charakter, er ist bei weitem der schnellste Gräber und kann diesen zweiten Bildschirm um Längen einfacher machen. Nummer 6, Vanilla Secret 3, Super Mario World. Zu Anfang erscheint dieses Level lächerlich einfach. Da ist nur Mario und eine Armee freundlicher Delfine, welche gemeinsam im Wasser herumplanschen. Dann taucht dieser Spaßverderber Porcupuffe auf und versucht den ganzen Spaß zu beenden. Stell dir vor, du schwimmst bei SeaWorld mit Delfinen herum und auf einmal taucht ein gigantischer, mörderischer Pufferfisch auf, um dich mit seinen Stacheln aufzuspießen. Lahm, oder? Sobald Porcupuffe auftaucht, ist es am besten aufzuhören zu schwimmen und die Delfine als Plattformen zu benutzen. Wenn du ein richtiger Trottel bist, kannst du auch einfach alle Delfine essen, so wie Yoshi. Nummer 5, Mirroring Clouds Boarding the Airship aus New Super Mario Bros. U.
In den meisten Zeppelin-Level in der Super Mario Bros. Serie musst du dich durch das Innere des Schiffs kämpfen, bis du den Boss-Charakter erreichst. Aber in Boarding the Airship wurde dies verändert. Dieses Mal rennt Mario neben dem Zeppelin und muss versuchen, Baby Bowsers gigantischer mechanischer Hand auszuweichen, wenn sie auf den Boden schlägt. Ein paar eventuell traditionellere Zeppelin-Elemente kommen ins Spiel und in Form von Plattformen und dem Ausweichen von Geschossen. Endlich! Durch die Nutzung dieser vertrauten grünen Röhre kann Mario sich selbst auf das Schiff katapultieren, um gegen Baby Bowser anzutreten. Nummer 4, Welt 4.1 Super Mario Bros. 3. Wenn du das erste Mal die gigantische Form all derer Feinde triffst, welche du bisher in den Boden gestampft hast, ist das ein bisschen beängstigend. Wie auch immer, man stellt fest, dass diese supergroßen Goombas und Koopas einfach nur größere Ziele für Mario darstellen, denen er unbarmherzig auf den Kopf springen kann. Super Mario Bros. 3 war voller innovativer Ideen und kreativer Welten, welche mit den üblichen Konventionen der Serie spielen, aber wie das Sprichwort sagt, größer ist nicht immer besser. Nummer 3, Welt 1.1 aus Super Mario Bros. Das Level, mit dem alles begann, mit dem etliche Gamer überall auf der Welt in die geliebten Traditionen und Gameplay-Mechanismen, die immer noch in 2D-Mario-Spielen existieren, eingeführt wurden. Wenn man es heute spielt, erscheint Welt 1.1 erstaunlich geradeaus. Ein paar Goombas hier, einige bodenlosen Gruben dort. Und trotzdem, seinerzeit war dieses Level absolut bahnbrechend und letztendlich hat Nintendo nun seit Jahrzehnten auf den Fundamenten von Welt 1.1 weitergebaut. Seine Schlichtheit und Eleganz machen es immer noch zu einem der besten Level aller Zeiten, sogar so sehr, dass es auch in anderen Erscheinungen des Franchises vorkam. Nummer 2, Sunken Ghost Ship, Super Mario World. Spukschlösser und Häuser kommen immer wieder vor im Laufe der Mario-Serie, aber es gibt nur einen Fall, in dem ein versunkenes Schiff vorkommt, auf dem es spukt. The Sunken Ghost Ship war eines der Zeppeline, die Bowsers Kinder in Super Mario Bros. 3 genutzt haben. Dieses gruselige Level, in dem es von Boos und anderen geisterhaften Gegnern nur so wimmelt, dient als Eingang zu Bowsers Heimatwelt. Indem du zum Kristallball des Levels schwimmst, wird ein Event ausgelöst, mit dem eine monströse Bowser-Höhle aus dem Meer auftaucht und Mario einen Weg ebnet zu seinem finalen Showdown mit dem König der Koopas. Bevor wir unsere Nummer 1 verraten, hier noch ein paar erwähnenswerte Kandidaten. Nummer 1, Welt 8 Airship aus Super Mario Bros. 3. Zu dem Zeitpunkt, in dem du Welt 8 erreichst und auch bekannt als Darkland, hat Mario schon seinen gerechten Anteil an von Koopas geflogenen Zeppelinen gesehen. Jedes vorhergehende Zeppelin-Level ist für sich schon eine Herausforderung, richtig, aber dieses ist das schnellste Autoscrolling-Level im ganzen Spiel. Die Zeppelin-Flotte ist wirklich stark und die Rocky Ranches sind überall, um sicherzustellen, dass Unmengen an Schraubenschlüssel durch die Gegend fliegen. Es ist keine Überraschung, dass die meisten Spieler am Ende einen P-Wing für dieses Level verwenden. Wenn du keinen P-Wing hast, bereite dich vor auf eine Welt der Frustration. Bist du einverstanden mit unserer Auflistung? Haben wir ein paar Klassiker unter den Mario 2D-Levels vergessen? Schreibt es in die Kommentare und für noch mehr Top-10-Listen abonniere schnell watchmojo.de und komm auch gerne, wenn du dich für Filme interessierst, bei der Filmlaunch vorbei. Link in der Infobox. Mach es gut. Adieu.